Was geht, Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Uncharted. Drake's Fortune, genau. So. So, wo? Okay, da müssen wir hinspringen. Ja, okay, wie kommen wir da jetzt rüber? So. Okay. Gut springen, ja. Wir sind, glaube ich, in Kapitel 15 jetzt. Ja, müsste eigentlich sein. Ach, kam jetzt. Oder wo bin ich denn jetzt? Ah, bei mehr Gegnern. Okay. Wow. Holy crap, wo bin ich denn jetzt wieder? Wo bin ich denn jetzt wieder? Hä? What the, was geht hier ab? Wo bin ich? Da, hallo, was passiert hier? Hallo, Nathan. Ich verstehe gar nichts mehr. Okay, die Granate regelt. Wir sind wieder hier, Moment. Aber jetzt ist das Tor offen. Sully, I'm just going in circles here. Well, the girl and I have been reading some of the books down here, and it looks like there's some kind of secret gallery at the top of the church. Can you get there? Think so. Yeah. All right. Give us a call if you find anything. Wurde da gerade Cloud mit K geschrieben? Jetzt haben wir im Ernst, wo war ich nochmal die Kirche? Ich habe gar keinen Plan. War ich gerade überhaupt richtig? Going the right way. Nach oben, oder? Boah, ich weiß auf jeden Fall, dass man auf die Kirche hoch muss. Das wusste ich auch. Ja, ich glaube, ich bin richtig. Ja, ich bin richtig. Oh, wenn ich jetzt da runterfall, da haben wir nämlich das Tor aufmachen müssen mit Elena. Ja, da muss ich den Kontrollpunkt neu laden, weil man dadurch nicht stirbt. Aber man kommt auch nicht weit, wenn man Elena nicht hat. Super. Ja, das war das Nervige, ja. Das, wo man so richtig viel rumklettern muss, und das muss man an einem Versuch schaffen. Da ist es dann einfach nur nervig, wenn man da dann stirbt. Na komm, geht drauf. So ist gut. Da liegt ein Schatz. Den habe ich doch aber schon mal eingesammelt. Oder wurden nicht alle Schätze übertragen? Kann sein. That's gotta be it. Genau, da müssen wir hin. Und dafür müssen wir die zwei Schlüssel an den Wänden runterziehen, und dann öffnet sich der Weg. Francis Drake hat das hier alles auch gemacht, ich verstehe. Los rüber. Und wenn wir da runterfliegen, sind wir übrigens instant tot, was ich aber auch gut finde, weil da unten waren wir, glaube ich, schon mal, oder? Waren da nicht die zwei Glocken? Doch, da waren die zwei Glocken, genau. Und war halt dumm, wenn wir da jetzt nochmal den ganzen Weg laufen müssen. Aber man kann auch einfach, man könnte auch, wenn es in dem Fall wäre, könnte man auch einfach einen Kontrollpunkt neu laden. Dafür gibt es ja auch die Möglichkeit. Also kann ich ja nicht noch weiter klettern? Okay, anscheinend nicht. Ich kann also hier Sprünge machen. Aber ja. Das unrealistische Klettern gehört dazu. Schließlich ist das in jedem Teil vorhanden. Ja, auch im Fort Waterberg kann ich auch gleich nach links gehen. Ja, man muss nur echt gucken, wo man sich festhalten kann und wo nicht. Das ist meistens, wenn man dann runter oder halt halt so dran hängt, dann streckt er seine Hand aus bei da, wo er hingreifen kann. Und da, wo er halt eben nicht hingreift, da kann er auch nicht hin. So kann man das natürlich auch erkennen. Aber manchmal, ja, kann man schon manchmal gucken. Okay, haben wir den ersten.
Perfekt. Gut. Und jetzt wieder zurück. Ganz vorsichtig. Rüber. Da ganz vorsichtig. Zum Glück kann ich hier die Kamera drehen. Nein, nein. Hey. Alles gut. Warte mal. Ich sehe gar nichts mehr. Ach du Kacke. Okay, jetzt spielt die Kamera nicht mehr mit. Die bewegt sich auch manchmal von selber. Oh. Aber man kann sie zum Glück bewegen. Was ich gut finde. So, und hier haben wir schon den zweiten. So. Und da müssen wir jetzt rein. Ein kranker Sprung nach dem nächsten, was? Heilige. Okay, wir haben es aber schon geschafft, tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so schnell schaffe. Ah ja, das Fenster hier. Well, hello there. You gotta be kidding. Hey, Sully. I'm here. Remember Roman and Navarro? That red herring you sent them on to get them out of the way? Yeah. Well, they're sitting right on top of the treasure vault. Oh, of all the goddamn luck. Look, I'm gonna need a diversion to get them out of there. You got it, kid. One diversion. Coming right up. And Sully. Yeah? Once they're gone, meet me in the mausoleum. But come through the catacombs. It's safer that way. Gotcha. Now I've just gotta get past all these goons without getting noticed. Das wird ein Spaß. Jetzt will ich erstmal hier gucken. Ja, ja, ich hab's kapiert. Hey, hey, hey. So. Ja, ich hab's kapiert, ey. Sullivan has escaped. Spread out. Find him. Ja, aber trotzdem bleiben noch ein paar da. Das ist ein Problem. Wir haben hier immerhin eine Sniper. Damit können wir ein paar treffen. Natürlich wissen die da, wo wir sind, aber hey, wir können immerhin. Oh, ich wollte gerade schon sagen, wenn die Hand. Oh fuck, wie gehe ich nochmal in die Deckung? Kreis. Genau, okay. Super. Zoom mich ran. Ich kann gar nicht ganz hin, okay. Oh nein! Treffen wir da? Okay. Das ist klar. Nein. Der ist schon tot, okay. Man kann sich da auch vorbeischleichen. Ich glaube, ich habe es immer bis dahin geschafft und da wurde ich immer entdeckt. Also rate ich euch ehrlich gesagt. Ja, ist gut, ich stirb. Die können einen schneller killen als gedacht, ne? So, hatte ich jetzt noch ein Leben, aber der nächste Schuss hätte mich ehrlich töten können. No joke jetzt. Kommt immer auf die Distanz an. Und da unten im Loch ist sogar etwas. Und da kommen wir später hin. Man könnte auch einfach runterspringen, aber ja. Das geht tödlich aus. Ja, ihr werdet schon sehen, was da dann dauert. Ne, kann ich da hochklettern? Na, ich glaube, hier sind keine Gegner mehr. Doch, da sind noch Gegner. Hey. Crap. So wie er es gerne sagt.
Was? Die Musik spielt halt noch. Ich habe sogar einfach noch ihn gehört. Irgendein Geräusch gemacht, hat er das auch gehört? Alter! Hier liegt voll viel Munition. Der eine hat hier auch noch eine. Oh ne, doch nicht. Scheiße, falsche Waffe. Ja, egal. Eine MP gibt's auch noch. So, eine neue Pistole. Irgendwo lag die doch rum, ne? Ah, egal. Wo mussten wir jetzt aber nochmal? Da mussten wir hin, genau. Ja, warte, gab's hier noch? Gab's hier nicht noch einen Schatz? Vielleicht wurde der auch nicht übertragen. La 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 la, doch wurde. Okay. Dann gehen wir jetzt rein. Hey. Hey. I knew you could do it, kid. So what's next? I don't know. I'm figuring it out as I go. This is definitely the right place, though. Ja, ich weiß, was man machen muss. It's something to do with these symbols. Mhm. Nämlich, die sind jetzt hier irgendwie umgedreht oder halt immer anders als hier. Und dann muss man zum Beispiel hier die Schlange einmal hier umdrehen. Das wäre dann schon mal richtig. Dann gucken wir mal die Muschel an. Ja, die Muschel muss einmal rum. Roman and Navarro really tore this place up. Mhm. Nur weil sie so blöd dazu waren. Oder beziehungsweise halt das Tagebuch nicht an. Also gut so ist. Okay, der Anker ist gut. Die zwei Pfeile. Die müssen andersrum. Das machen wir einmal schnell. Ach, das war's schon, okay. Looks like we're in business. Yeah. Heads up. What do you make of it? I don't know. Could be a dead end. Wait. It looks like there might be a passage this way. Uh-oh. Oh, shit. What the hell's that? Sully, get out of there. Huh? It's a trap! Sullivan, are you okay? Sully! Yeah, fine. Still in one piece. You knocked me on my ass, though. Yeah, well, you better get back to the library. We're gonna have to find another way out of here. Well, there's no way but forward. Sehr gut, Elena. Yeah. Das Schatzlager. Bitte 16, ich kann hier einfach nicht weiterlaufen. Die Kamera kann man auch nicht bewegen. Ach, das war hier dieses Rätsel, genau. Da habe ich mich so schlecht angestellt, aber eigentlich kann ich das jetzt eigentlich gut. Also, das ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Ich muss halt einfach nur schlau sein. Und das bin ich halt einfach nicht. Wait a second. Ja, so warte. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Ja, hallo. Man kommt nicht mein Tagebuch. Hallo, wo ist das Tagebuch? Ja, mein scheiß Tagebuch ist nicht da. Ah, jetzt ist es da. Welche Zahl? 2, 5 und 7. Ja, 2, 5 und 7. Denen müssen wir folgen. 2 zeigt da runter. 5 zeigt hier hin, dann sind wir hier richtig. 3 zeigt dahin, das sind dann, wenn wir falsch gehen. Das ist eine 4, da müssen wir nicht lang. 1 zeigt nach oben. Und hier zeigt die 5 hin. Nein, du hast dich nicht total verwirrt. Ich laufe gerade genau richtig. So, und 4 zeigt darüber, da müssen wir eh nicht lang.
This has got to be good for something. Und zwei ist hier. Aha. Ja, das ist eigentlich total einfach, aber ich habe es einfach nicht kapiert. Ich war voll verwirrt. Ich habe nicht darauf geachtet, welche Zahlen da stehen. Ich dachte einfach, okay, ich muss halt den römischen Zahlen folgen, ja. Nicht allen. Nur die, also nur 2, 5 und 7. Die anderen sind falsch. Oh nö. Ja, ist klar, jetzt kommen hier doch die Fallen, oder nicht? Ja, doch, gut. Doch, die stirbt man direkt. Will ich aber nicht demonstrieren. Ja, das ist nicht so toll. Sully, you read me? Damn, nothing. Jetzt warte. Oh, das war jetzt krank, gell? Oder warte. Oh! Ja, ist klar. Komm schon. Also das war erstmal fies. Das war total fies. Ich weich dem einen aus und dann kommt das andere und tötet mich. Toll, danke schön. Danke. Aha, los. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so hart. Ich weiß noch nicht mal, was das Timing jetzt umgeht. Ja, ich bin blöd. Ich bin einfach nur blöd. Oder bin ich blöd? Nee, ich guck mal kurz, ob ich blöd bin oder nicht. Ja, exakt. Ich bin einfach nur blöd. Hä? Warum muss ich hier springen? Der kann einfach rüberklettern. Ja, ich spring jetzt mal. Okay, gut. Hat aber geklappt. Puh. Aber das war noch gar nicht mal das Schwierige. Schwierige kommt erst jetzt. 2 zeigt darüber, ja, wir müssen noch 2. Ja, ich weiß. 2 und 4. Super Nathan. Sowas ist schon ein riskanter Sprung, weil das nicht auch. Ja, genau, jetzt. Ja. Wie war jetzt nochmal das Timing? Ich hab's herausgefunden. Wow, Kreis! Ich habe gerade auf alle Tasten gedrückt, außer Kreis. Übrigens, ich habe das Quicktime-Event geschafft. Ja, ist klar. Nö, ganz ehrlich, ich laufe hier so lange. Oh, scheiße, ja, ich muss da kurz hoch und schneller links laufen. Sehr gut. Okay. Aber wir haben zum Glück nur einen Todescounter. Ja, das hat funktioniert. Und jetzt geht da das Fenster auf. Oder das Gitter in dem Falle. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Das Rätsel ist eigentlich auch total einfach, aber ja, wenn man es einfach nicht kapiert, dann. Hat nur Nachteile. What the hell? I'll wait here. Try opening that gate. What the hell? Gute Antwort, Nathan. Wie ging das jetzt nochmal? Ja, ich muss doch da hochklettern, oder nicht? Ja, muss ich da echt nicht hochklettern? Doch. Ja, sieh ich mal. Ja, betatscht er nur die Wand. Ja, guck, oder? Muss jetzt. Ja, doch, ich hab's schon richtig. Thanks, Nate. Kein Problem. Okay. Ich glaube, jetzt beginnt das Richtige erst, ne? Mhm. Ja.
alive gets the gold. You lose. Kill them both. Ja, shit. Aber ohne Witz. Fuck. Hab ich gerade kapiert, dass die Granate direkt neben mir ist. Ich habe nicht wirklich erwartet, dass die das, treffen. Und ich halt nur meine Schuld. Da, Elena kann halt nicht weggehen. Ich dachte, ich wäre in der letzten Übung gedacht, diese Basen zu stören, aber nein, kann ich leider nicht. Nein! Was macht der? Der geht nicht weg! Was passiert hier? Was? Was? Schieß doch! Du Lappen! Du sollst doch schießen und nicht... Weißt du, er soll schießen, er schlägt. Oder er wird geschlagen. Weil er nicht schießt. Ich hier oben den Mann. Nein. Ich habe meine ganzen Granaten, die fällt mir auch noch auf. Kannst du dich bitte ducken? Bitte! Ich würde sagen, das hat jemand überhaupt getroffen. Ja, toll. Oder warte? Okay, doch, es hat einen getroffen. Der Bastard lebt immer noch, oder was? Das kann mir keiner erzählen, ey. What the... sagte der, der in die Luft fliegt. Hey, wohin geht er denn in die Deckung? Was geht ab? What the fuck, man? Zwei? Ja, ist klar. Fick dich! Idiot. Du bist ein dreckiger Idiot, Nathan. Ich drück Kreis, der geht einfach nicht in die Deckung. Und außerdem, das Spiel Doppelpunkt. Wenn du Kreis drückst und in eine bestimmte Richtung änderst du deine Deckung oder irgendwie, keine Ahnung, gehst halt einmal rum. Nathan Doppelpunkt. Doch, rollte weg. Und das mit der römischen Zahlen übrigens, das zählt immer noch für hier. So muss immer noch den Zahlen folgen. Hat sich nichts dran. Okay, das ist eine 5. Ja, ich sehe dich auch, oder? Nein, ich sehe dich nicht. Was passiert denn jetzt schon wieder? Ey? Ja, ich sehe erstmal gar nichts. Dankeschön. Ihr hättet euch auch gegenseitig hochhelfen können, aber ja. Passt schon. Danke. Na, hochlaufen. Ja. Zwei, da muss ich lang, oder? Also kurz, lauf ich gerade richtig? Ich glaube, ich muss lang, ich habe voll Angst. Ey, jetzt. Hört mal auf zu schießen, ihr trifft nichts. Ja, perfekt, ich bin sogar richtig. Die sind ja immer noch weiter. There's nothing here. This is getting so old.
found it, he just died here. So much for greatness. Wasted his life for nothing. Nate, are you ready to get moving? Yeah. More than ever. There's gotta be a way out of here. Aber weiter geht's im nächsten Part von Uncharted Drake's Fortune. Und ciao.